Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, gestern ist in Berlin der Deutsche Weiterbildungstag 2016 eröffnet worden mit einer fulminanten Auftaktveranstaltung. Heute zieht gewissermaßen die ganze Republik nach mit mehr als 500 dezentralen Veranstaltungen, die sich alle auf das große Thema des Weiterbildungstags beziehen, das dort etwas plakativ heißt: Weiterbildung 4.0, fit für die digitale Welt, ohne Fragezeichen, ohne Ausrufezeichen, das bleibt offen. Damit ist auch der Rahmen abgesteckt, der dieses Webinar hier betrifft. Der Rahmen lautet Digitalisierung, Digitalisierung der Lebenswelten, der Arbeitswelten, der Bildungswelten und Weiterbildungswelten im Endeffekt. Dem widmet sich unser Webinar hier mit dem spezifischen Fokus auf Urheberrecht und Open Educational Resources. Ich begrüße Sie überall in der Republik ganz, ganz herzlich. Es haben sich ungefähr 140 Personen angemeldet zu diesem Webinar, was eine ganz großartige Zahl ist. Herzlich willkommen. Gestern in der Auftaktveranstaltung gab es einen Vortrag von Herrn Dräger, Stiftungsvorstand in der Bertelsmann Stiftung, der darauf aufmerksam gemacht hat, dass er sagt, die Digitalisierung ist im Grunde genommen nicht nur eine zentrale Herausforderung für die Weiterbildung, sondern es ist genau genommen gleichzeitig auch ein Teil der Lösung der Probleme. Und so ist es auch mit dem Thema unseres Webinars hier. Open Educational Resources sind gewissermaßen die Lösung für einen Teil der Probleme, die wir uns einhandeln, wenn das Urheberrecht, das noch aus dem analogen Zeitalter, aus dem Gutenberg-Zeitalter zu stammen scheint, ohne weiteres in die heutige digitale Zeit übertragen wird. Mit allen Problemen, die sich in der Praxis für Weiterbildungsakteure stellen, für Weiterbildungseinrichtungen, insbesondere aber für Dozentinnen und Dozenten. Freie Lizenzen, wie sie Open Educational Resources vorsehen, können hier Lösungen darstellen und Klarheit für Nutzerinnen und Nutzer schaffen. Dass das vielleicht nur die zweitbeste Lösung ist, sei einmal dahingestellt oder sei nur am Rande erwähnt. Viel besser wäre es vielleicht, wenn der Gesetzgeber in Deutschland sich durchringen würde zu einer offeneren Bildungs- und Wissenschaftsschranke. Darüber werden wir vielleicht am Rande auch diskutieren können heute. Das soll aber nicht im Zentrum stehen. Im Zentrum stehen heute die Fragen: Wie ist eigentlich die Situation im Urheberrecht, die eigentlich so etwas wie Open Educational Resources überhaupt notwendig macht? Was sind die Grauräume, die dunklen Felder im Bereich des Urheberrechts, wo sich Weiterbildnerinnen und Weiterbildner immer wieder auch in Schwierigkeiten bringen, teilweise ohne, dass sie es wissen? Das ist sozusagen die Frage auf der einen Seite, und auf der anderen Seite: Wie können denn Open Educational Resources angemessene Antworten eigentlich auf diese Herausforderung darstellen? Wir wollen auch jetzt gar nicht die Fragen der Neufassung des Urheberrechts diskutieren. Das können wir vielleicht nachher in der Diskussion an der einen oder anderen Stelle einmal anreißen. Uns soll es heute um grundlegende Klärungen geben. Die fangen mal beim Urheberrecht an. Was sind denn eigentlich die urheberrechtlichen Problemfelder, die sich in der Weiterbildung stellen und auf die OER, Open Educational Resources, eine Antwort geben können? Wie sehr agieren Weiterbildner eigentlich in Dunkelbereichen, in Graubereichen, wenn sie ihrer Profession nachgehen wollen im Hinblick auf das Urheberrecht? Und welches sind die Chancen, die sich jetzt eigentlich mit OER ergeben im Hinblick auf die Verbreitung von Open Educational Resources und die Nutzung von Open Educational Resources? Für dieses Thema haben wir zwei wunderbare Referentinnen und Referenten oder eine Referentin und einen Referenten gewinnen können, die wir jetzt auch gleich hier einblenden werden. Thomas Hartmann ist Spezialist für Urheberrecht, für Medienrecht und schon mit zahlreichen Publikationen auch in dem Bereich in Erscheinung getreten. Er hat das Thema Urheberrecht auch für die Bildungspraxis ausbuchstabiert, etwa in diesem Band Urheberrecht für die Bildungspraxis. Er selber ist Lehrbeauftragter unter anderem für Medienrecht und Urheberrecht an diversen Hochschulen in Berlin und zugleich auch in der wissenschaftlichen Infrastrukturdiskussion beheimatet, etwa in der Digital Library der Max-Planck-Gesellschaft. Herzlich willkommen, Herr Hartmann. Da ist er. Ich Ja, sage. einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem
Deutschen Weiterbildungstag. Ich freue mich, wie es Herr Brandt schon sagte, mit Ihnen über dieses sensible, ziemlich vermiemte Gelände des Urheberrechts sprechen zu können. Ich habe einen kleinen Beispielsfall mitgebracht, der, denke ich, einige Probleme adressiert, die typisch sind vielleicht auch für Ihre Arbeit. Es handelt sich nicht direkt um E-Learning, sondern um ein Beispiel aus dem Distance Learning. Vielleicht können wir jetzt die Folie Na, einblenden. Herr Hartmann, einen kleinen Moment noch. Ich würde gerne noch kurz Frau Seipel auch noch mit vorstellen, dass wir einmal kurz den Rahmen vollständig haben und dann können Sie gleich mit Ihrer kleinen Präsentation starten. Frau Seipel begrüße ich auch in unserem Seminar als Referentin. Sie ist freiberuflich tätig in der Weiterbildung als E-Learning-Expertin, Coach und Trainerin und seit 2012 eben auch sehr stark engagiert in dem Thema Open Educational Resources, unter anderem auch als Beauftragte des BDVT, des Berufsverbandes der Berater, Trainer und Coaches in Deutschland. Eben herzlich willkommen auch Ihnen, Frau Seipel. Und ich darf mich vielleicht auch noch kurz vorstellen, Peter Brandt vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung. Ich bin dort in verschiedenen Feldern im Bereich Wissenstransfer, Vermittlung von zwischen Wissenschaft und Praxis im Bereich der Erwachsenenbildung tätig, unter anderem als Redakteur der DIE-Zeitschrift für Erwachsenenbildung, aber auch als einer der Initiatoren und Ideenentwickler hinter WBWeb. WBWeb, das Portal für Lehrkräfte in der Weiterbildung in ganz Deutschland, in allen Teilfeldern der Erwachsenen- und Weiterbildung, ist der Veranstalter dieses Webinars heute hier. Sie sehen das unten eingeblendet. Und hinter WBWeb steht nicht nur das DIE, sondern auch zahlreiche namhafte Organisationen, die WBWeb unterstützen, aus allen Teilbereichen der Weiterbildung. Das sehen Sie unten eingeblendet in im Footer dieser Folie. Das ist sozusagen die Community, die auch hier hinter WBWeb steht und die sozusagen auch für die immense Teilnehmerzahl verantwortlich ist. Wir haben 140 Personen, die sich angemeldet haben. Wir werden so vorgehen, dass wir kurz zwei kleine Inputs bekommen von Ihnen beiden. Zunächst von Herrn Hartmann, dann von Frau Seipel. Sie können, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, in der Zeit schon im Chat Fragen, die sich aus dieser Präsentation jeweils für Sie ergeben, schon hinterlassen. Wir werden die dann aber noch nicht sofort aufgreifen. Wir machen dann erst sozusagen den zweiten Vortrag und so ein kleines Ping-Pong-Spiel zwischen den beiden Referenten, dann als kleine Zwischenstation. Und dann kommen Sie sozusagen mit allen Ihren Fragen zu Wort. Wobei, da muss ich jetzt schon sagen, alle Ihre Fragen, das wird nicht gehen. Wir müssen gucken, dass wir die wichtigsten Dinge herausgreifen. Wir versuchen da ein bisschen Rücksicht auch darauf zu nehmen, aus welchen Bereichen Sie kommen. Wir haben eine Teilnehmerliste, aus der wir sehen können, dass ein Großteil der Personen, die angemeldet sind, aus Funktionen, aus lehrenden Funktionen in der Weiterbildung kommen, also eher die Perspektive der Nutzer haben. Wie kann ich Materialien eigentlich in der Lehre im Unterricht nutzen? Wir haben aber auch eine ganze Reihe von Personen, die eher diejenigen sind, die Lehrmaterialien gestalten und also eher Produzenten von Open Educational Resources sein können. Wir wollen beide Perspektiven versuchen, möglichst zu bedienen. Ja, wir zeichnen alles auf. Das Seminar wird nachher auf WBWeb zu finden sein, inklusive Ihres Chats und aller Präsentationen. Der Chat wird nachher noch 10 Minuten länger geöffnet bleiben, sodass vielleicht die ein oder andere offene Frage da auch noch bearbeitet werden kann. Ein Hinweis ist uns ganz wichtig, der ist auch links oben eingeblendet im Bild. Alle Aussagen, die hier im Seminar getroffen werden, haben keinen rechtsverbindlichen Charakter. Das können wir aus haftungsrechtlichen Gründen hier nicht so übernehmen. Ich bin jetzt mit meiner Vorrede durch und würde jetzt bitten, Herrn Hartmann mit seiner kleinen Präsentation zu starten. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Brandt. Hier mein kleiner Beispielsfall, den ich schon kurz erwähnt hatte, der mir privat vor kurzem selbst passiert ist. Die Geschichte geht wie folgt. Sabine, ich sehe die Präsentation nicht.
Ich beginne einfach schon mal zu erzählen, bis Sie die Folie dann auch sehen. Hier ist sie schon. Im Rahmen einer Vortragsreihe, die Gesundheitsakademie betitelt ist, hält eine Professorin einen Vortrag zu aktuellen Ernährungsthemen. Anatomische Abbildungen und andere Abbildungen auf ihren Vortragsfolien unterstützen den Fachvortrag. Ich sagte vorher, diese Vortragsreihe ist als, ich würde es als Distance Learning bezeichnen. Die Professorin saß also in ihrem Dienstzimmer und wir sind bundesweit, also die Teilnehmer, an 20 Standorten des Erwachsenenbilders in Vortragsräumen gesessen und die Professorin im Bild mit ihren Folien via Screencast sind bei uns eingeblendet worden. Am Ende des Vortragsabends lehnt die veranstaltende Erwachsenenbildungseinrichtung Besucherwünsche ab, die Vortragsfolien online verfügbar zu machen oder diese den zahlenden Teilnehmern auch nur zuzuschicken und heimst sich damit ziemlich Unmut ein. Eine kleine Geschichte, die vielleicht ganz repräsentativ ist für viele Bildungsveranstaltungen. Und wie Herr Brandt sagte, bitte jetzt nicht erschrecken. Ich habe hier einmal aufgeschrieben, wie vielfältig die rechtlichen Fragestellungen, Untiefen und Probleme sind, die einem da spontan in den Sinn kommen. Vielleicht nur mal zu dem ersten Punkt. Weshalb war bei manchen der Abbildungen in diesem Vortrag ein Urhebervermerk angebracht, bei anderen nicht? Der legale Normalfall wäre, dass der Veranstalter oder die Referentin für die Abbildungen Lizenzen bei den Rechteinhabern eingeholt hat, und dann der Urhebervermerk gemäß den Vorgaben der Rechteinhaber eben vermerkt gewesen wäre. Wenn nun kein Urhebervermerk angebracht ist und wir mal die Dunkelziffer an nicht rechtskonformen Einbindungen weglassen, gibt es wahrscheinlich drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, es müsste sich um eigene Abbildungen, Grafiken, Fotografien, Materialien der Vortragenden oder des Veranstalters halten. Selbst falls dies der Fall sein sollte, würde ich empfehlen, ein Urhebervermerk anzubringen, damit man dann weiß, wessen Abbildungen das sind. Die zweite Möglichkeit wäre, dass Material verwendet worden ist, für das der Rechteinhaber ausdrücklich erklärt hat, einen vollkommenen Rechteverzicht, also sogar auf die Namensnennung verzichtet hat. Das ist Public Domain. Im Prinzip auch vor allem aus den Vereinigten Staaten, sehen Sie ab und zu auch bei Wikipedia. Die erste, also meine erste Vortragsfolie heute, dort hatten Sie auch eine kleine Grafik gesehen, auch ohne Urhebervermerk, und diese Grafik ist tatsächlich aus einer Datenbank entnommen, wo der Rechteinhaber ausdrücklich gesagt hat, er verzichtet auf alle Rechte, einschließlich des Rechts auf Namensnennung. Die dritte Möglichkeit schließlich ist, dass die Grafik, das Foto, welches Material auch immer, gemeinfrei ist. Das trifft insbesondere zu auf sehr alte Materialien, bei denen also der Urheberschutz, die gesetzliche Schutzfrist ausgelaufen ist. Ich kann jetzt aus Zeitgründen nicht auf die vielfältigen anderen Fragen eingehen, die aber tatsächlich alle, wie ich finde, praxisrelevant sind. Vielleicht nur noch eines. Es ist häufig schon ein erheblicher Aufwand, wenn nicht gar bisweilen eine Unmöglichkeit, den Rechteinhaber zu ermitteln. Also die Frage, wer hat die Abbildungen erstellt, ist damit zunächst mal der Urheber, und falls es beispielsweise von einem Verlag ist oder einer Fotoagentur, wer ist der Rechteinhaber? Das kann der Autor selber sein, von einem Fachbuch beispielsweise. Das kann ein Autorenteam sein. Das kann ein Redaktionsteam und Designerteam aus dem Verlag sein. Das können, bei uns an der Hochschule sind es häufig studentische Mitarbeiter, die diese Grafiken nach Vorgaben erstellen. Es können Einscans sein, beispielsweise aus Tageszeitungen oder Zeitschriften. Wenn Sie die Grafiken in meinem eigenen Leitfaden angucken, da habe ich beispielsweise Skizzen an den Verlag gegeben
Und der Verlag hat es dann mit seinem Team zu diesen schönen Abbildungen gemacht, die Sie jetzt in dem Leitfaden finden. Mit anderen Worten, da würde ich auch davon ausgehen, dass hier der Verlag und ich gemeinsame Rechteinhaber sind. Und wenn Sie eben jetzt eine Grafik aus dem Leitfaden beispielsweise nutzen wollen, dann müssten Sie im Zweifel uns beide anfragen, also Verlag und mich als Autor. Sie sehen hier diese Fragen, die allesamt der Praxis entnommen sind, und greifen Sie die dann gerne auch in unserer anschließenden Diskussion auf. Hier eine Folie mit einer Checkliste, die auch als Anhang zu meinem Buch frei abrufbar ist über die Verlagsseite. Dort finden Sie eine Auflistung an Materialien, für die man keine Lizenz einholen muss. Das heißt, wenn Sie Materialien nutzen möchten, dann die Empfehlung, gucken Sie, ob eine dieser Fälle vorliegt, dann bräuchten Sie ausnahmsweise keine Lizenz einholen. Das Erste ist, wenn Sie die Materialien selber machen, dann sind Sie der Urheber und haben es in der Hand zu bestimmen, ob und wie die lizenziert werden, gegebenenfalls auch frei lizenziert werden. Da wird Frau Seibel dann gleich was dazu sagen. Achten Sie drauf, gerade in der Erwachsenenbildung bei Skripten und Ähnlichem ist es doch häufig so, dass Texte durchaus selber geschrieben sind von den Dozenten oder von den Fachverantwortlichen in den Erwachsenenbildungsstätten, aber Grafiken und bestimmte Ausschnitte, Karikaturen, Fremdmaterial sind, das dann eben wieder lizenziert werden müsste. Dann, wie eben schon angesprochen, gemeinfreie Werke. Das sind insbesondere die Werke, an denen jetzt der Urheberschutz abgelaufen ist. In Deutschland 70 Jahre nach Tod des Urhebers endet der Urheberschutz prinzipiell. Dann, wenn Sie freilizenzierte Materialien haben, also beispielsweise Materialien, die mit einer Creative Commons Lizenz versehen sind, wobei achten Sie da darauf, dass es nicht eine Creative Commons Lizenz gibt, sondern bis zu sechs Lizenzmodule und man eben gucken muss, welche Creative Commons Lizenzmodul denn konkret gewählt worden ist. Dieser Punkt 1 und der Punkt 3, das sind die beiden Varianten, die zum Beispiel bei der Wikipedia eingesetzt werden. Ja, also Wikipedia, wenn Sie dort etwas uploaden an fremdem Material oder auch ein eigenes Material, dann muss es entweder Public Domain Material sein oder Materialien, die mit einer bestimmten Creative Commons Lizenz gemäß der Lizenzpolicy von der Wikipedia korrespondiert. Dann, Herr Brandt hat es angesprochen, der Gesetzgeber gibt in ganz engen Grenzen bestimmte Nutzungen frei, privilegiert die also, wobei Freigeben schon übertrieben ist. Das vielleicht bekannteste ist die Zitierfreiheit, also abgeleitet aus Artikel 5 Grundgesetz. Ja. Demokratie lebt von Meinungsfreiheit und wenn ich mich mit einer fremden Meinung auseinandersetze, dann muss ich die Referenz angeben können, unverfälscht. Sie finden auch zum korrekten Zitieren im Urheberrecht eine Checkliste. Der größte Irrtum hier ist vielleicht, dass man denkt, man hat schon ausreichend die Zitierbedingungen urheberrechtlich erfüllt, wenn man den Urhebervermerk angibt. Das allein ist prinzipiell nicht ausreichend, sondern ein Zitat ist nur dann, wenn in ein eigenes Werk zitiert wird und wenn beispielsweise auch ein Zitatzweck besteht. Also wenn Sie eine Materialsammlung als Service für Teilnehmer zusammenstellen zum Beispiel, dann fehlt ein eigenes Werk, es ist ein schöner Service, aber es ist urheberrechtlich kein Zitat und damit nicht von der Lizenzpflicht ausgenommen. Ein anderer Punkt bei Grafiken und Ähnlichem, beim Zitieren darf urheberrechtlich nichts verändert werden. Das heißt, wenn Sie die Abbildung verändern, dann müssten Sie auch wieder eine Lizenz einholen, in der Regel des Bearbeitungsrechts. Wenn Sie jetzt für das Material, das Sie nutzen wollen, keine von diesen nun besprochenen vier Ausnahmen vorliegen, dann bleibt es bei dem Grundsatz, dass für Nutzungen eben eine Lizenz einzuholen ist, Klammer auf, mit der Frage einerseits, wer kann denn wirksam lizenzieren, wer ist denn der Rechteinhaber und zum anderen bei Ihnen in der Einrichtung, wer ist denn dafür verantwortlich? Und dann sind natürlich auch ein
sensibler Punkt zwischen den Erwachsenenbildungseinrichtungen auf der einen Seite und den Dozentenkursleitern auf der anderen Seite. Wer dafür verantwortlich ist, wer hier Zeitaufwand trägt, wer die Lizenzgebühren bezahlt. Kurzum, das Urheberrecht ist nach alter Prägung, das unvermindert gilt, ein Verbotsrecht, ein Ausschließlichkeitsrecht. Sie kennen das. Alle Rechte sind vorbehalten und der Urheber bzw. dann der Rechteinhaber entscheidet, zu welchen Bedingungen genutzt werden darf. Das andere Konzept, das neue Konzept sind OER, zu denen jetzt Frau Seibel gleich was sagen wird, für diejenigen, die sich mit Wissenschaft beschäftigen, die große Schwester, die schon etwas traditionsreicher von OER ist, heißt Open Access, das insbesondere das Konzept für einen freien Zugang zu Wissen im Bereich der Forschung und vielleicht insoweit nur die EU-Ministerkonferenz hat vor wenigen Wochen eine Resolution gefasst, dass bis 2020 alle Forschungspublikationen frei zugänglich sein sollen mit Open Access. Ja, soweit mal von meiner Seite. Und Frau Seibel wird nun was sagen zu Open Educational Resources. Ja, vielen Dank, Herr Hartmann, für diese erste Einführung. Ich denke, wir werden gleich im Laufe der Diskussion noch auf den einen oder anderen Punkt zu sprechen kommen. Ganz wichtig finde ich zum Beispiel die Frage der Verantwortlichkeiten zwischen Dozentinnen und Dozenten auf der einen Seite in Einrichtungen, auf der anderen Seite und auch die Frage, für wen eigentlich die Schrankenregelungen im Bereich der Weiterbildung gelten und für wen nicht. Da ist, glaube ich, eine ganze Menge Differenzierung nochmal nötig. Da kommen wir dann aber später drauf. Ich würde dann jetzt das Wort geben an Frau Seipel, die jetzt gewissermaßen die Antwort darauf gibt und sagt, wenn das alles so kompliziert ist mit dem Urheberrecht und den bestehenden Schutzregelungen und den geringen Spielräumen, die man als Erwachsenenbildner im Umgang mit diesen Materialien hat, da sind Open Educational Resources eigentlich herzlich willkommen. Und insofern dürfen Sie jetzt uns das nahebringen, Frau Seipel. Bitte sehr. Dank, Herr Brandt. Meines Vorredners waren schon sehr, sehr interessant, aber Sie haben in der kürzesten Zeit gemerkt, wie schwierig das Ganze ist. Ja? Und ich bin Trainerin, ich bin also keine rechts ja, ausgebildete Person, das heißt, ich bin die Userin. Ich bin die Userin, die mit diesem ganzen Werk des Urhebers klarkommen muss. Und dass ich 2012 OER oder die Creative Commons Lizenzen entdeckt habe, dann ist bei mir ein Licht aufgegangen. Und das, was ich so als Einstieg heute hier nutzen will, ist wirklich nicht, dass die Frage, brauchen wir OER, wozu ist das alles gut? Nein, für mich hat OER einen sehr pragmatischen Ansatz, nämlich, das ist die Antwort auf das, was ich als Trainerin, Dozentin in der Weiterbildung tagtäglich zu tun habe. Und deshalb hatte ich mir überlegt, ich bringe Ihnen einfach drei Beispiele, für die für mich als Dozentin, Trainerin, Materialerstellerin die richtige Antwort sind. Punkt 1. Als Trainerin, ich bin auch viele Jahre an den Volkshochschulen gewesen und hatte natürlich dort Materialien auch aufbereitet und ich stand immer wieder vor der Frage, okay, ich erfinde das Rad nicht neu. Natürlich unterscheide ich, und da wären wir vielleicht so ein bisschen bei der Grenze zwischen Weiterbildung und wissenschaftlichen Werken, wo es wirklich um Neues geht. Das heißt also, man entwickelt vielleicht Forschungsergebnisse präsentiert oder man hat bestimmte ja, sehr, sehr hohe geistige Schöpfungsdinge, die letztendlich also nicht vergleichbar damit sind, was wir Trainer oder Dozenten machen, nämlich wir verarbeiten sehr viel Wissen anderer. Das heißt, wenn ich Materialien, Begleitmaterialien für Trainings oder auch sonstige Veranstaltungen mache, dann bin ich immer auf der Suche nach Quellen. Und das ist schwer, weil ich muss schauen, okay, muss ich den Urheber fragen? Ist das was Gemeinfreies? Und, also all das, was Herr Hartmann gesagt hat. Und mein Wunsch war, gäbe es doch nicht vielleicht irgendetwas, wo ich
etwas zu beachten habe, wenn ich diese Materialien verwende, aber wo ich nicht jedes Mal den Urheber kontaktieren muss. Das heißt, das, was auch Herr Hartmann gesagt hat, bestimmte Rechte sind sofort erlaubt. Und so bin ich eben auf Creative Commons gekommen und zu OER, weil nämlich diese Materialien sind dafür da, dass sie eben, ohne dass man den Urheber ständig fragen muss, verarbeiten kann, verändern kann, verteilen kann und auch verwahren kann. Das heißt, ich kann sie beliebig auch speichern und wiedergeben. Das heißt, sehr große Hilfe bei Erstellen von Materialien. Zweiter Praxisfall. Trainer sind häufig Einzelgänger, weil wir einfach freiberuflich arbeiten, weil wir irgendwie keine sondern wir haben im Prinzip unseren kleinen Wirkungskreis. Aber alleine arbeiten ist auch nicht so gut. Deswegen arbeiten wir sehr häufig mit anderen Trainern zusammen, gerade wenn es vielleicht um größere Veranstaltungen geht oder auch ja, Trainingsreihen. Das heißt, ich hatte auch schon in meiner Berufskarriere mit lieben Kollegen zusammengearbeitet und wir haben Materialien erstellt, die haben wir auch gegenseitig genutzt, weil solange das Ganze zusammen funktionierte als Gruppe, war das kein Problem. Ich habe den Kollegen gefragt, kann ich das nehmen, wie verändern wir das? Und wir haben gemeinsam gearbeitet. Aber wie das Leben so ist, aus welchem Grund auch immer, sind dann aus unserem Fünfer-Team zwei Kollegen ausgeschieden. Ja? Waren unterschiedliche Gründe dafür, es gab keinen Krach oder ähnliches, die haben einfach anderen Weg eingeschlagen, beruflicher Art. So ab dem Zeitpunkt waren unsere Materialien futsch, weil nämlich, sobald wir etwas mit diesen Materialien machen wollten, hätten wir diese zwei, die ausgeschieden sind, ständig kontaktieren müssen, weil die ja auch Urheber waren, dürfen wir das jetzt so machen? Ja, das heißt, wir haben im Grunde genommen das Ganze ad acta gelegt und schon wieder hat jeder für sich gearbeitet. Hätten wir damals die Creative Commons genutzt und hätten OER-Materialien erstellt, wäre das überhaupt kein Thema, sondern wir hätten weiterhin unsere Materialien nutzen können, auch wenn eben Kollegen ausgeschieden wären. Drittes Beispiel ist vielleicht nicht mehr ganz so prickelnd, aber vielleicht ein bisschen als Warnung. Und zwar ist es auch ein Fallbeispiel, und dieses Fallbeispiel ist zum Glück nicht mir passiert, sondern einer ganz lieben Kollegin. Solange wir ohne die digitale Welt als Trainer unterwegs waren, waren wir immer in, ich sag mal, geschützten Räumen eines Seminarhotels, eines Veranstaltungsraumes. Die Teilnehmenden hatten keine Smartphones, es wurde nichts mitgeschnitten. Und dann ist vielleicht so die eine oder andere nicht ganz korrekte Verwendung von Materialien aus den Rahmen des Raumes nicht rausgekommen. Das unterstelle ich niemandem, dass das jemand absichtlich macht, wie auch immer. Aber es war einfach die Möglichkeit, dass nach was außen gelingt, nicht so groß. Jetzt ist aber die Zeit der digitalen Welt. Ich unterrichte selber sehr, sehr viel in solchen virtuellen Räumen, in denen, so wie wir hier heute sind. Und einer Kollegin ist es passiert, dass eine Teilnehmerin in einem Training ein Screenshot gemacht hat aus einer Präsentation, die gerade gezeigt wurde. Und auf dem Screenshot war etwas abgebildet, was, ja, ich sag mal so, es war urheberrechtlich geschützt. Die Kollegin hat das wirklich also einfach aus Unwissen oder aus Nicht-Nachdenken gemacht und die Teilnehmerin war aber so begeistert, das war nämlich eine Abbildung aus einem Comic. Und die war so begeistert, dass sie auf Facebook gepostet hat, Mensch, ich war heute in einem so tollen Training. Und da war so ganz was Witziges und hat diesen Screenshot gepostet, natürlich mit diesem Comic. Und so kam zum einen zu dem anderen, dass die Trainerin plötzlich auch eine Abmahnung bekommen hat. Weil Internet ist auch nur ein Dorf und sowas wird sehr schnell gesehen. Das heißt, wir schützen uns entweder dadurch, dass wir uns perfekt mit dem Urheberrecht auskennen und wirklich alles sehr streng befolgen, oder dass wir vielleicht eben in die Welt der freien Lizenzen gehen, die natürlich auch ihre bestimmte, ja, Rahmen haben, aber wir sind dann frei und haben eine gewisse, ja, ein bisschen mehr Sicherheit in Räumen, vor allem in virtueller Art, mit dem, was wir präsentieren. Und das waren also wirklich so drei Beispiele. OER macht das Leben leichter, gibt uns vielleicht weniger Angriffsflächen für Abmahnungen,
vielleicht ein bisschen mehr Rechtssicherheit. Teamarbeit wird einfacher. Wir können natürlich selbst für uns, für unsere eigenen Zwecke freie Materialien nutzen. Und noch ein ganz spannender Punkt. Wenn ich Materialien erstelle und ich tue das seit vielen Jahren und diese Materialien als OER freigebe, dann werden die sehr schnell sich verbreiten. Das heißt, wir haben fast virale Effekte. Und wenn meine Materialien gut sind und nützlich sind, dann wird dementsprechend auch mein Name, weil ich verwende CC BY, das heißt freie Lizenzen, unter der Bedingung, mich als Autor zu benennen, wird mein Name auch bekannter. Und so unter uns gesagt, so das eine oder andere Plätzchen bei Google haben mir schon freie Materialien beschert. In diesem Sinne, kurze Einführung. Ich freue mich jetzt auf die Diskussion mit Ihnen und auf Ihre Fragen. Herr Brandt. Ja, herzlichen Dank, Frau Seipel, für diese sehr praxisnahen und lebendigen Einblicke in Ihren Alltag mit OER, in Ihre Erfahrungen, auch in die Risiken, die Sie berichten konnten. Ich würde jetzt gerne einmal noch mal eine kleine Brücke zu Herrn Hartmann schlagen und fragen, ob es denn auch Fallstricke aus urheberrechtlicher Sicht gibt, wenn man mit OER hantiert, oder ob das alles ein Raum ist, wo ich mich ums Urheberrecht eigentlich nicht mehr kümmern muss. Was mir ganz wichtig ist, OER findet nicht im rechtsfreien Raum statt. Das heißt, wie Frau Seibel gerade völlig zutreffend erläutert hat, man geht weg von dem Verbotsprinzip, alle Rechte sind vorbehalten und sagt, ich behalte mir manche Rechte vor. Und das Schöne bei OER wie auch bei Open Access, generell der Bereich Open Science, Open Education ist eben, dass wir es, also wir die Dozenten, Kursleiter, die Materialien mit unserer Fachexpertise erstellen, es selbst in der Hand haben, welche Nutzungen wir freigeben. Also was mir immer am wichtigsten ist, ist die Lizenzbedingung Attribution. Das heißt, was Frau Seibel gerade unter dem Reputationsfaktor angesprochen hat, ich möchte rezipiert gesehen werden als Fachautor oder auch als Wissenschaftler, als Dozent und meine Materialien sollen nachgenutzt werden, aber bitteschön mit dem Titel und dem Namen des Urhebers. Das heißt, OER in der Regel nicht Public Domain, sondern mit einer freien Lizenzierung und hier insbesondere der Namensnennung. Und das ist auch rechtssicher. Das heißt, es gibt inzwischen mehrere Urteile von deutschen Gerichten, wo Fotografien, die unter CC BY lizenziert waren, ohne die Namensnennung nachgenutzt worden sind. Und die Fotografen haben dann erfolgreich vor deutschen Gerichten die Namensnennung eingeklagt. Das heißt, wenn ein Kollege vergisst, sie namentlich anzuführen, dann ist es von Juristen eine relativ leichte Übung, das rechtlich durchzusetzen bei Bedarf. Das wäre jetzt auch nochmal eine Antwort auf eine Frage, die im Zusammenhang mit OER dann immer wieder gestellt wird, ob dort nicht sozusagen die persönliche Urheberschaft sozusagen in den Hintergrund tritt und verloren geht und die Zurechenbarkeit sozusagen einer Schöpfung zu der Person abhanden kommt im Zuge der Weiterverwendung. Und da haben Sie jetzt nochmal deutlich gemacht, dass es da Mechanismen gibt, dass das bei Bildern wie bei Texten in OER so nicht der Fall ist. Wir haben jetzt eine Reihe von Fragen, die wir auch im Chat sehen können, die wir jetzt diskutieren können. Es gibt eine Frage beispielsweise von Frau Habermehl. Sie verwendet Fotos von offenen Seiten in Clips und sie fragt, ob sie es richtig versteht, dass sie diese Bilder ohne Nachweis verwenden darf. Oder fragt auch, wie sieht ein korrekter Nachweis von Bildern aus, die nach Creative Commons Lizenz geschützt sind? Wie groß muss so ein Nachweis sein? Wie lange muss er stehen bleiben? Oder reicht es im Abspann, so einen Verweis anzuzeigen? Vielleicht können Sie da, Herr Hartmann, was zu sagen?
Also ich würde unterscheiden, ob Frau Habermehl Grafiken, Fotos aus Pixabay oder anderen Public Domain Datenbanken nimmt. Bei diesen Materialien ist in der Tat der Urhebervermerk obsolet. Ich hatte Ihnen gesagt, die Titelfolie meiner eigenen Präsentation heute, dort die Grafik, ist aus Pixabay, deshalb finden Sie dort keinen Urhebernachweis. Es kann aus didaktischen Gründen sinnvoll sein, beispielsweise auf der letzten Folie einen Urheberhinweis anzubringen. Dieses Foto stammt aus Pixabay, wo auf alle Urheberrechte verzichtet wurde, ja, um sozusagen Verdächtigungen vorzubeugen. So mache ich das zumindest. Die zweite Frage mit dem Creative Commons, da zum einen der Hinweis, ich nutze selber Creative Commons gerne, weil ich hier genau angeben kann als Urheber oder Rechteinhaber, wie ich benannt werden möchte. Ich habe praktisch häufig das Problem, dass ich Materialien im Internet finde und die lizenzieren möchte oder zumindest den Urheber angeben möchte, aber nicht herausfinden kann, von wem stammt jetzt eigentlich das Material. Ja? Und hier mit Creative Commons kann ich sicherstellen als Urheber, dass ich Titel, Autor und Fundstelle genauso angebe, wie ich auch zitiert werden möchte. Ich sage immer, das ist wie früher bei Büchern auf der Einbandseite die höfliche Aufforderung Zitiervorschlag, dann konnte ich da entnehmen, wie ich zitiert werden möchte. Denken Sie auch daran, das hat Frau Seibel angesprochen, Thema Auffindbarkeit. Creative Commons hat den Vorteil, dass es immer drei Ausfertigungen gibt. Das eine sind die Icons, da sehen Sie also mit einem Blick, welche Lizenzbedingungen jetzt vorgegeben wurden. Dann haben Sie eine Langversion, das ist wichtig, damit es gerichtsfest ist, also der lange Lizenzvertragstext. Und ganz wichtig, das dritte, eine maschinenlesbare Version. Das heißt, Creative Commons spuckt Ihnen auf Knopfdruck einen maschinenlesbaren Code aus, den betten Sie auf Ihre Internetseite ein. Und das hat dann den großen Vorteil, wie Frau Seibel schon angedeutet hat, dass man dann mit gezielter Suche nach CC-Lizenzmaterialien eben auf ihr Material auch stößt und das dann eben mehr und besser und rechtssicher genutzt wird als anderes Material. Insofern unterscheiden Sie zwischen Public Domain Materialien, wo es häufig auch nicht so eine große Auswahl gibt bei Pixabay, und unterscheiden Sie zwischen den sogenannten freilizenzierten Materialien, insbesondere Creative Commons. Vielleicht ganz kurz noch das dazu aus meiner auch Erfahrung. Es kann auch sein, Pixabay zählt nicht dazu, aber es gibt auch kleinere Portale, die zum Beispiel Fotos haben, die eben auch unter Public Domain stehen, aber im Kleingedruckten haben diese Portale noch einen Hinweis, dass man zwar nicht eben ja, verpflichtet ist, den Urheber des Fotos anzugeben, aber sie wünschen, und das ist praktisch steht in den Nutzungsbedingungen dieser Portale, dass man schreibt eben, von wo habe ich das Foto gefunden. Das heißt, ich pflege dann immer auch bei meinen Quellen zu schreiben, okay, das habe ich jetzt vom Portal XY oder Z genommen, weil es hat nicht mit dem Urheberrecht des, ich sag mal, des Fotografen wie dieses Foto was zu tun, aber mit den Nutzungsbedingungen des Portals, von dem ich das heruntergeladen habe. Und dort verpflichte ich mich, diese Quelle zu benennen. Also das ist auch vielleicht etwas, was so als Tipp auch noch zu beachten ist. Okay. Eine weitere Frage von Miriam Festel, glaube ich, ist, wie muss man als Produzent von Open Educational Resources eigentlich entsprechendes Material bezeichnen, damit es klar ist, dass sich das um OER handelt? Also wie wird das gerahmt gewissermaßen in den Metadaten oder in den Überschriften oder mit einem Logo versehen? Wie muss man Materialien sozusagen kennzeichnen? Also ja, Das ist also vielleicht das eine kommt Frage. auch sehr stark darauf an, mit welchem Medium wir zu tun haben. Weil OER ist erstmal per se nicht an ein bestimmtes Medium gebunden. Das heißt, ich kann ja auch gedruckte Unterlagen als OER-Materialien rausgeben. Dann steht das natürlich wie im Buch dann entsprechend die Lizenz dabei. Spannend wird das, wenn wir eben an digitale Materialien denken, haben wir natürlich die Möglichkeit immer, ich sag mal, das laienhaft zwei Ebenen. Die eine Ebene ist das, was ich sofort sehe, weil ich zum Beispiel bei meiner PowerPoint
unter einer Grafik die Quelle bzw. die Lizenz angebe. Da steht es, also wie das zum Beispiel jetzt bei meiner kurzen Präsentation war, ich habe eben von Pixabay Fotos oder ich hatte einfach CC BY und so weiter drunter geschrieben. Das heißt, es ist sichtbar. Das andere bei digitalen Materialien ist, sind natürlich die Metaebene. Das heißt, das sind die Daten, die Metadaten, die, ich sage mal so, für das menschliche Auge erstmal nicht sichtbar sind, aber für die Verarbeitung über entsprechende, ich sag mal, Computer wichtig ist. Und es gibt für diesen Zweck zum Beispiel eben von der Creative Commons Organization einen Lizenzgenerator. Das heißt, ich kann dort meine Materialien lizenzieren und bekomme auch, ja, rausgespielt. Das heißt also, ich habe die Metadaten, die integrieren überall dort. ML-Code, Programmierschnipsel einbringen kann. Das heißt also, ich kennzeichne meine Materialien sowohl für das menschliche Auge als auch für das elektronische Auge. Okay. Ein weiterer Diskussionsstrang, finde ich, müsste sich auch nochmal drehen um die Frage von den Interessen, die eigentlich bei Personen dahinter stehen, wenn sie Open Educational Resources sozusagen verbreiten. Und ist dann eine gewisse, also gibt es da ein Risiko, dass Nutzer Materialien sozusagen übernehmen, die sie frei im Internet finden, die aber aus Fehlern stammen, die wo eine starke Interessenleitung dahinter steht. Entweder, sag ich mal, wenn es in der politischen Bildung Materialien sind, die stark gefärbt sind politisch, oder andere Materialien, die von Firmen erstellt wurden, um bestimmte Sichtweisen auf Themen sozusagen mit einer freien Lizenz vergeben, in Bereiche reinzustreuen. Das ist so ganz grob dieses Thema Qualität und Qualitätssicherung auch von OER. Welche Initiativen, welche Möglichkeiten gibt es für Nutzer zu erkennen, dass OER-Materialien wirklich gute Materialien sind? Ja, aus meiner, ja. Haben Sie Aus mich meiner gehört, Frau Reif? Perspektive, ich würde mal sagen, die Fragen, die Sie gestellt haben, sind erstmal losgelöst zu sehen, ob euer oder nicht. Also Open Education Resources heißen nicht, ich garantiere damit per se einen irgendeinen Standard. Weil es geht hier wirklich nur um die Rechte, was ich mit dem Material machen kann. Was Inhalt dieses Materials ist, hat erstmal mit OER an sich nichts zu tun. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt also Inhalte habe, die gegen Recht verstoßen, gegen Moral, Ethik oder was auch immer verstoßen, diese Materialien kann ich ja auch unter Urheberrechten genauso verbreiten. Das heißt also, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und ich glaube, wir dürfen nur weil euer draufsteht, nicht auch mit einer Einstellung gehen, das ist nach bestimmten Kriterien, nach bestimmten qualitativen Dingen geprüft. Es sind freie Materialien und in der gesamten OER-Thema spielt eine Sache ganz wichtige Rolle. Als Nutzer solcher Materialien, aber auch Ersteller dieser Materialien, müssen wir uns wirklich der Selbstverantwortung sehr bewusst sein. Das heißt, ich werde auch bei OER-Materialien niemals frei davon zu glauben, das wäre alles so in Ordnung, sondern ich muss auch selber schauen, was ist der Inhalt. Ich muss auch selber letztendlich überprüfen für mich, gehe ich konform mit dem, was da drin steht. Weil das kann man, die Inhalte kann keine Lizenz überprüfen. Wir haben eine Reihe von Nutzerinnen und Nutzern im Chat, die so Fragen in eine Richtung stellen, wo bleibt denn eigentlich mein Geschäftsmodell als freier Trainer oder freie Trainerin, wenn ich mit meine Unterrichtsmaterialien oder Auszüge daraus als OER bereitstelle? Welche Finanzierungsmodelle kann ich dann überhaupt noch selber nutzen, wenn ich gerade mit meinen Konzepten sozusagen frei und kostenlos im Internet zu sehen bin und nachgenutzt Ja, das werden Thema darf? Geschäftsmodelle ist innerhalb des gesamten OER-Diskussion sehr, sehr wichtig. Und freie Materialien oder OER-Materialien sind natürlich etwas Neues. Und ich glaube, es ist immer ganz schwer, wenn man einen Kuchen, der schon gebacken ist, mit was Neuem garniert und neu verteilen will. Und es ist so, dass wenn wir uns mit OER beschäftigen, sehr schwer ist,
alte oder herkömmliche Geschäftsmodelle eins zu eins zu stülpen, weil dann heißt das, ja, ich gebe was frei und dafür kann ich kein Geld verlangen. Klar, wenn ich jetzt eine Unterlage, die unter freie Lizenzen steht, erstelle, dann kann ich nicht sagen, und jetzt musst du XY dafür bezahlen. Was viel spannender ist, also warum ich selber auch als Trainerin OER oder zumindest freie Materialien unter Creative Commons erstelle und auch verbreite, weil es ist immer die Frage, wodurch identifiziere ich mich? Also meine Kompetenz verstehe ich nicht darin, dass ich Skripte erstelle, sondern meine Kompetenz verstehe ich im Transfer und Unterstützung bei Erwerbung, beim Erarbeiten von Handlungskompetenzen bei meinen Teilnehmern. Das heißt, das Teil, was ich an Materialien habe, das ist ein Beiwerk. Und ich bin froh, wenn ich dieses Beiwerk auch um andere Materialien anreichen kann. Und ich bin, sage ich ganz ehrlich, froh, wenn jemand auch diese Materialien nutzt. Weil als Trainerin werde ich nicht dafür bezahlt, dass ich Material verkaufe, sondern ich werde dafür bezahlt, wie ich das in der Praxis umsetze. Ja, und das ist nicht reproduzierbar, weil jeder Trainer hat eigene Art, eigene Kompetenz. Und dafür wird letztendlich auch, ich nenne das mal, honoriert und nicht damit, wie sieht meine Unterlage aus oder was habe ich in der Unterlage geschrieben. Aber Geschäftsmodelle gibt es noch viele andere, die man dann, also wäre Ja. ein Thema für sich. Ja, und Sie haben auch eben in Ihrem Vortrag ja schon noch aufmerksam gemacht, dass Ihre Auffindbarkeit im Netz als Trainerin natürlich immens steigt. Also der Name Hedwig Seipel ist natürlich dann mit bestimmten Materialien verbunden. Sie haben einen bestimmten Google PageRank und werden schnell gefunden und identifiziert. Das kann ja auch ein Geschäftsmodell sein. Also ob sich das dann kann unter Umständen von großem Vorteil für Sie sein, wenn Sie gut gefunden werden im Netz. Ich habe jetzt noch mal eine ganz andere Frage an den Herrn Hartmann. Und zwar haben wir ja das Thema Schrankenregelungen gestreift in Ihrem Vortrag. Es gibt ja bestimmte Bildungs-, auch Weiterbildungsinstitutionen, die sozusagen von dieser Schrankenregelung profitieren. Und Schrankenregelung heißt in dem Fall ja, das Bild muss ich mir auch erstmal so klar machen, dass da die Schranke aufgeht und nicht zugeht. Also die Schranke ist eigentlich nichts, was einen Zugang beschränkt, sondern da geht eine Schranke auf und eine Nutzung wird möglich mit dieser Schrankenregelung, die sonst nicht möglich wäre. Und für Aus- und Weiterbildungseinrichtungen, die nicht gewerblich tätig sind, sind eben bestimmte Nutzungsweisen von Materialien möglich, die sonst nach Urheberrecht nicht möglich wären. Und mich würde mal interessieren, welche Weiterbildungseinrichtungen denn jetzt eigentlich wirklich darunter fallen und welche nicht. Ja, lieber Herr Brandt, Da gibt ich habe leider nicht die Zeit hier für einen abendfüllenden Vortrag. Ganz generell das Urheberrecht sehr umfassend, ein Verbotsrecht und es gibt einige Schrankenbestimmungen im Urheberrechtsgesetz und Schranken bedeuten in der Tat Beschränkungen der Urheberrechte. Rechtlich nicht ganz korrekt. Es sind gesetzliche Nutzerrechte, wenn Sie sich das so als ersten groben Merkposten merken möchten. Ich hatte vorher als Beispiel erwähnt, die Zitatschranke, wo es eben auch eine schöne Checkliste gibt, von mir dazu. Es gibt dann so Dinge, die auch die meisten kennen werden, wie Privatkopie, Wissenschaftskopie. Also ich darf in einem gewissen Umfang kopieren, auch im digitalen Bereich. Das ist vielfältig begrenzt. Zum Beispiel Privatkopie heißt eben gerade nicht zur beruflichen Fortbildung kopieren. Daher hilft es im Bereich der Erwachsenenbildung häufig nicht. Und es gibt diesen legendären Paragraphen 52a im deutschen Urheberrechtsgesetz, der als Bildungs- und Wissenschaftsschranke bezeichnet wird. Ich beschäftige mich jetzt seit 7, 8 Jahren fast täglich mit diesen Paragraphen und es ist vielleicht einer der umstrittensten Paragraphen überhaupt, zwischen auf der einen Seite insbesondere den Fachverlagen, den Wissenschaftsbildungs- und vor allem auch beispielsweise den Schulbuch- und Fremdsprachenverlagen mit ihren Autoren, also uns im Zweifel, auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Bildungseinrichtungen auch mit ihren Nutzern und hier vor allem den öffentlichen Bildungseinrichtungen. Relativ eindeutig ist, dass die Hochschulen, dass auf die diese Schranke angewendet werden kann, also staatliche Hochschulen mit ihren Pflichtstudiengängen,
Und auf der anderen Seite sind Schulbuchmaterialien beispielsweise prinzipiell ausgenommen. Also für Schulbuchmaterialien, die muss man stets lizenzieren. Und jetzt gibt es diese beiden Bezeichnungen, die Sie schon angesprochen haben im Gesetz, nämlich zum einen die nicht gewerblichen Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung und zum anderen die Einrichtungen der Berufsbildung. Und als ich vor 1,5 Jahren oder 2 Jahren diesen Leitfaden geschrieben habe, habe ich mal wochenlang mit den Kollegen von Volkshochschulen und den konfessionellen Trägern recherchiert, wer denn genau darunter drunter fällt. Die Zusammenfassung von dem Ergebnis finden Sie im Leitfaden. Es ist vieles nicht abschließend auflösbar. Überraschend ist vielleicht der Befund, dass Volkshochschulen regelmäßig nicht darunter fallen. Sie hatten gefragt, wer kann sich denn aus unserem Bereich darauf berufen? Man kann wohl davon ausgehen, nicht gewerbliche Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung, dass das beispielsweise Sonderschulen und Berufsschulen wären. Also Ausbildungsstätten betrieblich sowohl als auch überbetrieblich und bei Einrichtungen zur Berufsbildung diese Einrichtungen, die hier Unterricht nach dem Berufsbildungsgesetz, nach dem BIBIG anbieten. Ja. Wenn Sie das als Beispiele nehmen, sehen Sie schon, wie eng dieser Bereich ist. Ja, ja, vielleicht mal so weit. Ja, und zwar deutlich enger, als man vermuten würde. Wenn man das Gesetz sozusagen als naiver Nichtjurist liest, dann hat man den Eindruck, dass die gesamte öffentlich geförderte Weiterbildung von dieser Schrankenregelung profitieren würde. Und es ist aber gar nicht so. Also wenn selbst die Volkshochschulen dort nicht drunter fallen, dann ist das, sagen wir mal, alarmierend für alle Menschen, die dort in dem Bereich der öffentlich geförderten Weiterbildung arbeiten und bisher glauben sozusagen von dieser Schrankenregelung gemeint zu sein. Und das sind sie gar nicht. Die Volkshochschulen haben meines Wissens eine eigene Vereinbarung getroffen mit, weiß gar nicht mit wem, aber dass ihre Dozenten bestimmte Materialien nutzen dürfen. Da scheint ein gewisser gesicherter Rahmen zu sein für die Dozentinnen und Dozenten in Volkshochschulen. Aber ich weiß nicht, ob die anderen bei großen Weiterbildungsorganisationen, die jetzt nicht gewerblich tätig sind, solche Rahmenregelungen getroffen haben und die Dozentinnen und Dozenten in dem Rahmen diese gleichen Nutzungsmöglichkeiten haben, beziehungsweise dort diesen Rechtsschutz gewissermaßen genießen, der durch so eine Lizenz, so eine Rahmenlizenzregelung geschaffen wird. Ich glaube, da ist auch für die Verbände und für die Weiterbildungseinrichtungen noch ein erheblicher Klärungsbedarf. Da kommen wir Das jetzt aber auch, bedeutet. glaube ich, nicht, nicht, können wir jetzt auch nicht noch weiter in die Tiefe gehen an der Stelle, aber ich glaube, das ist ein, Vielleicht wäre nur ein. eine Bemerkung dazu. Hier geht es tatsächlich nicht um gesetzliche Bestimmungen, sondern Anbieter wie die Volkshochschule haben Rahmenvereinbarungen, beispielsweise mit der GEMA oder der VG Wort. Nur die Recherchen haben gezeigt, der Volkshochschulbundesverband kauft natürlich nicht alles ein, was man prinzipiell lizenzieren könnte. Das heißt, wenn Sie an einer Volkshochschule Kursverantwortlicher sind oder Dozent, müssen Sie sich immer genau erkundigen, ob denn Ihre konkrete Nutzung nun unter diesen zwischen dem Volkshochschulverband und der GEMA oder der VG Wort verhandelten Rahmenvertrag überhaupt fällt. Das heißt, der Recherche- und Absicherungsaufwand für Sie ist ähnlich hoch und komplex wie bei einer gesetzlichen Schrankenbestimmung auch. Ja, und freiberuflich tätige Lehrkräfte sind ja dann welche, die im Grunde genommen per se gewerblich handeln. Und dieses gewerblich, nicht gewerblich ist ja, glaube ich, auch nochmal ein Kriterium, was an der Stelle wichtig ist. Kann man das so sagen, dass jeder, der sozusagen wie Frau Seipel, als freier Trainer, als freie Trainerin, unterwegs ist, sozusagen sowieso gewerblich handelt und egal, ob die Einrichtung, die ihn akquiriert, nur eine ist, die nicht gewerblich sozusagen unterwegs ist. Es kommt prinzipiell auf die Gewerblichkeit oder Nichtgewerblichkeit des Anbieters, also der Erwachsenenbildungseinrichtung,
an. Das Okay. heißt, wenn also beispielsweise eine selbstständige Fremdsprachendozentin an der VHS Sprachenkurse gibt, dann wird der beispielsweise wahrscheinlich Materialien von Fremdsprachenverlagen genutzt und dann müsste sich die Einrichtung eben überprüfen, ob sie das lizenzieren muss individuell, ob ein Rahmenvertrag dafür mit der VG Wort verhandelt werden konnte oder aber ja, ob es dann OER ist, wobei es da im Fremdsprachenbereich vielleicht noch nicht so viel gibt. Und wenn Sie sich auf die Schranke 52a berufen möchten, dann stehen wir wieder vor der Frage, ist es denn nun eine nicht gewerbliche Einrichtung der Aus- oder der Aus- und Weiterbildung? Und diese konkrete Veranstaltung müsste auch noch nicht kommerziell sein. Das heißt, sie dürfte maximal kostendeckend arbeiten. Okay, wir haben jetzt noch 2 Minuten. Die nutzen wir vielleicht nochmal, um einen Blick in die Zukunft zu wagen. Und da habe ich jeweils eine Frage an Sie beide, wo Sie so ein bisschen prophetisch noch tätig werden können. Herr Hartmann, was glauben Sie, in wie vielen Jahren gibt es in Deutschland eine neue Bildungs- und Wissenschaftsschranke im Urheberrecht? Wie lange müssen wir da noch warten? Es gibt nun Fachtagungen, auf denen Regierungsvertreter angekündigt haben, im November die neue Wissenschaftsschranke vorzustellen. Ich kann nur an alle Teilnehmer hier appellieren, setzen Sie sich für Ihre Interessen ein. An den Hochschulen ist der Leidensdruck relativ hoch und kommt auch bei den politischen Entscheidungsträgern an. Ich weiß nicht, wie ausgeprägt das Bewusstsein für diese Komplexität und mögliche Verhinderung von digitalem Lernen in der Erwachsenenbildung bei der Politik im Moment, ja, im Bereich der Erwachsenenbildung ist. Okay, vielen Aber Dank. Ankündigung für November. Das ist schon mal gut zu wissen. Frau Seipel, vielleicht in etwas längeren Zeithorizonten gedacht, wie sehen Sie die Zukunft von OER? Was kommt auf uns zu? Das wäre natürlich, ich müsste jetzt die Kristallkugel aus dem Schrank holen, weil irgendwie logisch ableiten lässt sich meiner Meinung nach hier wenig. Wir sind in Zeiträumen inzwischen, die aber noch sehr überschaubar sind, wenn ich jetzt die Stunde Null nehme. Ja, also wirklich das Thema gerade Open Educational Resources bezogen auf die Weiterbildung ist sehr junges Thema. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren schon jede Menge erreicht. Und wenn ich sage, okay, wenn ich das Lineare nach oben rechne, dauert es noch länger. Wenn es exponentiell hochgeht, dann macht es Bumm. Ich würde das nicht so in Zeiträumen an irgendwelchen gesetzlichen Regelungen alleine machen, wenn es um die Weiterbildung geht, sondern wirklich an dem Nutzen. Also ich bin überzeugt, dass Träger, ob institutionelle Träger, einzelne Trainer, alle, die in der Weiterbildung tätig sind, wenn man den persönlichen Nutzen in der Verwendung von freien Materialien sieht und damit auch Erleichterung oder eben auch Vereinfachungen für das tägliche Brot sieht, dann ist die Chance groß, dass sich das Ganze entwickelt. Wir haben sehr viele Möglichkeiten. Wir müssen nicht nach noch einer Regelung warten, wenn wir selber Materialien produzieren wollen, wenn wir Materialien verbreiten wollen. Und wenn wir nur das nutzen, was schon heute da ist, dann kommen wir ganz schnell ganz weit. Gut, das nehmen wir gerne als Schlusswort und als Hoffnungsschimmer in urheberrechtlich schwierigen Zeiten mit. Vielen Dank Ihnen beiden für Ihre tollen Beiträge. Vielen Dank allen Teilnehmenden und Teilnehmern für die vielen Fragen und Anregungen, die aus dem, ja, eben aus Ihrem Raum auch kamen. Ich hoffe, dass Sie ja, insgesamt zufrieden sind mit dieser Veranstaltung. Wir hätten noch lange, lange weiter diskutieren können. Das ist uns jetzt hier zeitlich nicht möglich. Sie können alles nachhören und nachlesen, wenn wir das dokumentiert auf der Website von www.web gespeichert haben, hinterlegt haben. Und ja, was wollte ich noch? Irgendetwas Abschließendes wollte ich noch sagen. Ach ja, genau. Und dort finden Sie auch eine Reihe von Links, von nützlichen Links, die wir noch für Sie da zusammenstellen wollen zum Thema Urheberrecht und Open Educational Resources. Danke Ihnen allen draußen in der Welt und den beiden Referentinnen und Referenten und
Auf bald. Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen.